Also, die Entweder-oder-Fragestunde Speck oder Keramiknödel mit Josef Weberbauer. Erste Frage, Josef oder Josi? Ja, Josi. Also am Fußballplatz auf jeden Fall Josi. Wenn dann daheim die Mama oder so. Josef, aber ist ungewohnt, Josef. Und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Steigerung mit Josef. Gibt's auch, wenn ich vielleicht nicht so brav war. Aber jetzt nicht mehr, oder? Nein, jetzt bin ich alt genug. Rücken Nummer 23 oder Rücken Nummer 21? 23. SV Kuchl oder USK Anif? Schwierig, aber Anif habe ich auch schöne Zeiten gehabt, aber Kuchl ist mein Heimatverein und da nehme ich SV Kuchl. SV Kuchl oder GRK? Auch schwierig. GRK war meine erste Profistation, aber nein, ich stehe zu meinem Heimatverein, SV Kuchl. Okay, GRK oder SV Gundermatik Ried? SV Ried. Herwig Drechsel oder Oliver Glasner? Oliver Glasner. Konstantin Reiner oder Patrick Kreil? Puh. Schwierig. Patrick Kreil. Tut mir leid, Konsti. Noch einmal zurück zu Oliver Glasner oder Thomas Reifelshammer? Thomas Reifelshammer, dadurch, dass ich jetzt mit Glasner noch nie direkt einen Kontakt rausgehabt habe. Nein, auf jeden Fall Thomas Reifelshammer. Okay, Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Würde ich mir beides nicht wünschen, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Einsatz ohne Titel. Regionalligameister 2017 oder Regionalligameister 2018? Regionalligameister 2017, weil es der erste war und da noch, doch noch ein bisschen was Besonderes. Oder ja, einfach der erste Titel in meiner Karriere war. Und dann die Woche danach, oder? Ja, war eine schöne Woche. 1:0 gewinnen oder 5:4 gewinnen? 5:4 ist mehr Spannung für die Zuschauer und tut sich im Spielviertel mehr. Tor oder Vorlage? Boah. Kann ich mir nicht entscheiden. Ist für mich beides geil. Joker quasi. Ja. Das ist aber der einzige. Okay. Fernschuss oder Kopfball? Fernschuss. Lauftraining oder Krafttraining? Ich würde mal sagen, es war, glaube ich, lang Lauftraining. Jetzt hat es eher mehr ins Krafttraining. Ich bin eher mehr ins Krafttraining übergegangen, weil mir das jetzt auch immer mehr Spaß macht. Sky oder DAZN? Ja, Sky. Instagram oder Facebook? Instagram. Kino oder Netflix? Netflix, weil ich sicher schon öfter Netflix geschaut habe wie Kino. Aber Kinobesuch mache ich auch gern. PlayStation oder ein Buch lesen? Ja, PlayStation spiele ich schon seit Jahren nicht mehr, also eher Buch lesen. Aber auch das letzte schon länger aus, oder wie? Nein, es war ja auch schon wieder ein halbes Jahr. Es war das Buch von Martin Hinteregger. Und was erfahren, was man noch nicht gewusst hat? Ja, schon. Das kann ich jedem Fußballer empfehlen, das Buch. Es sind coole Geschichten und so, wie er seine Karriere gemacht hat. Und er sieht das den ganzen Fußball ein bisschen aus einem anderen Blickfeld und es ist interessant. Tenninger oder Innviertel? Tenninger. Salzach oder Inn? Salzach. Stadt oder Land? Land. Radfahren oder Autofahren? Radfahren. Autofahren wäre aber gemütlicher, oder? Ist gemütlicher, aber nein, mir taugt. Also ich bin generell auch abseits vom Fußball, mache ich gern Sport und da ist ein Radfahren dabei. Und fahre eigentlich auch, solange das Wetter zulässt, jeden Tag Mineral ins Training. Okay, Sommerpause oder Winterpause? Sommerpause.
Im Urlaub ans Meer oder in die Berge? Ans Meer. Jetzt haben wir noch ein paar kulinarische Fragen. Kaffee oder Tee? Tee. Tee oder Bier? Tee. Bier oder Wein? Bier. Jetzt haben wir doch, du sagst Tee. Nutella mit oder ohne Butter? Ganz klar ohne. Warum? Ja, ist... Nein, mit kommt für mich nicht in Frage. Zu viel? Nein, ist nicht mein Geschmackssinn. Ah, okay. Ich mache zu viel Fett. Nein, schmeckt mir einfach nicht. Okay. Kaiserschmarrn oder Salzburger Nockerl? Kaiserschmarrn. Käsekreiner oder Kasnocken? Boah. Käsekreiner. Innviertler Schweinsbradl oder Wiener Schnitzel? Wiener Schnitzel. Und die letzte und wichtigste Frage, Speck oder Kramiknödel? Speckknödel. Danke sehr. Danke.